hier draufsetzen, um dann endlich dieses schöne Spiel zu spielen. Ja, dankeschön. Okay. Das ist es schon mal nicht. Dann drehe ich doch mal so ab. Mach das schön grün hier. Schade. Wie kann ich jetzt hier nochmal einen Kurzschluss einbauen, damit... Okay, was passiert denn, wenn ich den jetzt hier anders drehe? Da passiert erstmal nichts. Okay, früher habe ich solche Spiele gern gehabt, aber irgendwie ist das jetzt hier nicht so schnell lösbar. Ich kann hier auch nicht weitermachen. Ich kann hier nur nach oben gehen. Hier hätte ich jetzt drei Möglichkeiten, aber da kann nix. Nicht mal die Türen. Zack, zack. Jetzt so machen. Auch nicht ganz das Wahre, oder? Boah, das ist auch nicht. Und so wird's auch nichts, oder? Ne, weil ich hier nicht hinkomme.
Okay, was passiert, wenn ich so mache? Nix. Den nach oben leiten bringt auch nichts. Den nach links leiten. Zack, also. Auch nichts. Keine Ahnung. Okay. Aber man läuft wieder. Krähe freut sich. Schade, dass ich dasselbe nicht selber hingekriegt habe. Der Typ schläft hier immer noch. Muss den Mann von der Treppe räumen. Da komme ich nicht durch. Die Wand funktioniert wieder, da kann ich irgendwas machen. Aber ich weiß noch nicht, wie das. Da kann ich nicht rein. Hier komme ich nicht durch. Der einmal hat ein großes Loch am Boden, den kann ich noch bestimmt betont haben. Muss ich mal aufhören und gehen da ins Gesicht. What? What's going on? Where am I? Oh, I see. Excuse me. Hi. My name is Stefan. I must have fallen asleep. I need to go now. Ja, tschüss. Komischer Punkt. Und so ins Bürgermeisterbüro, wo uns schon eine Delegation erwartet von zwei Leuten, mit denen wir sprechen. Welcome, officers. I am the mayor of this town, and this is Peter Blagojevich, one of our town's most eminent members. Freut mich. Thank you. Someone sabotaged our ferry, and our carriage driver is missing. I'm sorry to hear that. Did you discover anything of note? Bisschen. We were able to talk to Olga briefly. She doesn't remember much, but she did manage to take this medallion from her attacker. Do you know the girl in the picture? I think we saw her in the forest. Yes, that's Rose. She lives near the cemetery. Bit strange if you ask me. Perhaps she's involved somehow. Schon That's nonsense. That beautiful girl could never be capable of such evil. Na, wenn du wüsstest. Yes, of course you're right. You will find the body of one of the recent victims in the church crypt, if you would like to inspect it. The gate is probably locked, and the key is in the key cabinet in the lobby. Here's the key for the key cabinet. Oh, danke für den Schlüssel zum Schlüsselschleudern. You should investigate the bodies in the crypt. You'll find the gate key in the lobby. Ja, danke schön. Ich sehe ein Spiel. Drehe die Schlüsselanhänger um, um Paare zu finden. Entferne einen Schlüssel vom Brett, um das Minispiel zu lösen. Ein Memory. Aha. Den habe ich noch nicht gefunden. Den habe ich gefunden. Alter, noch ein neuer. Wochen Glück gehabt. Das nicht. Das auch nicht. Okay, Friedhofsschlüssel. Der einzige, der nicht gepasst hat.
Oh, hey, it's you again. I noticed you fixed the fountain. That's great. You must be pretty good with your hands. Do you want to play a game with me? Zieh die Kurven so auseinander, dass sich die Seile an keiner Stelle kreuzen. Das war Runde 1. Achso. Das war Runde 2. It's hard to find good company these days. Here, take my knife as a sort of thanks. Maybe it will come in useful to you somehow. Ja, danke schön für das Messer. Spring rein, los. Okay, hier komme ich nicht durch, hier komme ich durch. Ja, aber der Herr hinter dieser Mittag ist doch durch. Ach. Aber die Mutter muss sich alle vier einzeln lösen, ja? Noch eine Anleitung. Schließe die Schlüssellöcher in der korrekten Reihenfolge auf. Wenn du das richtige Schlüsselloch auswählst, bleibt das Zylinderschloss offen. Machst du einen Fehler, musst du von vorne beginnen. Cloaked person again. And oh no! It's quickly! After them! We're too late! He's gone! That house in the distance must belong to that girl Rose. Perhaps. Oops, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich einen Vogel antreten. Ein Teufel. Eine Schlange. Das ist gefährlich. Ich sollte sie verjagen. Eine Schaufel. Konfisziert. Ein Liebesbrief. Meine wunderschöne Rose, ich bin mit meiner Geduld am Ende. Ich kann kaum mehr an mich halten. Bitte sag ja. Sag doch ja zu ihm. Dann geht er bestimmt. Schön mit der Unschärfe hier vor. Ich glaube. Hallo? Hallo? A hooded figure was seen nearby. Have you seen anything? Hallo, Schnuckel. Ich will bei dir da. No. I'm sorry. Sie muss etwas über das Medaillon wissen, das wir gefunden haben. We are here to investigate the murders. This was grabbed from the attacker by one of the victims. Does it belong to you? Gehört es dir? No, gehört es it's dir? Not mine. It belonged to my late fiancé, Alexander. The medallion was missing when they found his body. I wonder what happened to the other half. It contained Alexander's picture. Thank you. You've been very helpful. Danke dir. Da stimmt doch irgendwas mit ihr nicht. Ich wollte es mal gesagt haben. Möbelgeld. Gerahmtes Gemälde. Muss ich was hier tun. Aber den Tannenzapfen sehe ich so. Die Handschuhe sehe ich so. Das Brecheisen sehe ich so. Ein Tongefäß. Also mit Noten drauf. Da. Eine Ratsche. Ich glaube, Farbdose ist offen, aber die Farbe ist noch flüssig. Eine Ratsche. Eine Ente. Ja, das ist nicht blau. Könnt ihr euch nicht zusammentun, irgendwie blau und Farben? Ja, dafür muss ich jetzt bestimmt irgendwie einen Pinsel finden. Das ist eine Ratsche.
Eine Karotte, orange. Karotte, naja, orange war das nicht mehr. Glocke, Besen und Hut. Pinsel. Das Bild. Schöner wäre es im Rahmen. Nehme ich den. Axt, Bellows. So, am Stiel fehlt das Wichtigste. Spitzhacke. Ah. Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich jetzt die Ente blau? Am besten mit einem Pinsel. Wenn ich in die blaue Farbe tunke und dann... damit die Ente. Na, wie jetzt kriege ich schnell blau. Dafür kriegen Brecheisen. Was ich jetzt für irgendwas nutzen darf, was ich noch nicht so gerne mit Kritos getan habe. So. Nicht warten. Ich möchte der Stange nicht wehtun, ich sollte keinen Schaden gegen ihn nutzen. Pinsel. Ein Teil fehlt. Jetzt noch ein Wimmelbild, alles klar. 20 Noten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sehe ich hier noch eine Note, 18, 19, eine Note fehlt natürlich noch. Ich versuch's mal mit dem Trick. War wohl nichts mit dem Trick, aber hier ist noch eine Note. Das hier sehe ich nicht. Kommt man auch auf die Idee, hier Noten zu verstecken, eigentlich. Gefunden. Und da kam auch Ton. Notenblatt. Für irgendwas. Ein Majorstein. Davidus. Da steht doch das mal. Moosbedeckte Inschrift. Ich kann es nicht lesen. Ich kann es auch nicht abkratzen. Und gar nichts. Oder mit der Gravitas auch nicht. Und dann gehen wir halt in die Kirche. Die Opfer. Vampire wählen ihre Opfer ungeachtet deren Alters oder Geschlechts. Ihre enorme Kraft ermöglicht es ihnen auch, den stärksten Mann in ihre Gewalt zu bringen. Die Opfer werden zumeist sehr blass vorgefunden, haben ja auch kein Blut mehr und haben selten auch nur einen Tropfen Blut im Leib. Wird gesagt. Die wenigen, die diesen Angriff überlebt haben, sterben schon bald danach. Ich nehme den Besen mit. Ich gucke mir das Ding an. Jemand hat in dem Schloss herumgespielt und jetzt klemmt es. Es muss einen anderen Weg geben, das Tor zu öffnen. Wenn ich Toren öffnen kann, ne? Dann brachial. Ups. Die verhüllte Person sabotiert ständig unsere Pläne, wir müssen einen Weg in die Luft finden. Und ich nehme die Engelsflügel mit, der hier spontan aufgetaucht ist. Man könnte auch sagen, er ist gespawnt. Hauptraum der Kirche, und was ist hier? Ohne Kerzen sieht die Kirche trostlos aus. Ja, schön.